Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video und heute zeige ich eine wunderschöne Außendeko für die gesamte Herbstzeit und Weihnachtszeit und der Clou dabei sind diese Aussparungen im Holzstapel, die man so schön dekorieren kann, aber das wird natürlich im Video wieder Schritt für Schritt gezeigt. Bleib einfach dran! So, zu Hause angekommen, wird der Koffer geöffnet und ist ja immer spannend, wie das alles hier so rauskommt. Und ich habe also einen halben Koffer voller Kränze. Hier sind noch ganz tolle Mitbringsel für meine fleißigen Hände, die zu Hause das alles gewuppt haben. Das sind getrocknete Aprikosen, die sind super lecker, auch klein geschnitten im Salat. Und so, erstmal die Schätze retten. Und hier kommt, tada, hier kommen die Kränze raus. Und die sind jetzt natürlich von der Reise ein bisschen glatt gedrückt, aber das macht nichts. Die kann man einfach, indem man so ein bisschen wuschelt, kann man die so ein bisschen aufbürsten. Ja? Und dann gibt es noch so, dann kann ein Blättchen mal abgehen, aber das macht nichts. Und ich habe natürlich, verrückt wie ich bin, hier man sieht, Kränze, Kränze, Kränze und nochmal Kränze. Auf der anderen Seite ist noch einer und hier ist auch noch einer drin. Und mein ganzes Werkzeug. Und ich habe so einen Erfahrungswert nochmal gesammelt. Also Steineiche hält besser aus als Olive. Und ich wurde auch gefragt, wo bekomme ich denn Steineiche? Wo bekomme ich dieses Material? Also dein Florist kann Steineiche auch im Großmarkt holen. Und du musst es extra beim Floristen bestellen. Das ist also ein Grün, das gibt es nicht standardmäßig im Gartencenter und gibt es auch nicht im Discounter. Und es ist auch gut so, dass es nicht überall gibt. Das ist super. Ja, also Steineiche hält auf jeden Fall besser. Wie mache ich die jetzt auch haltbar? Oder ich kann auch schöne herbstliche Materialien nochmal dazwischen arbeiten, auch mit Krampen. Das gibt genug Material für die nächsten Videos. Wie halten die Kränze jetzt am besten, wenn ich sage, ich will die in ein paar Tagen verschenken? Ich packe die einfach in einen Plastikbeutel, in den gelben Sack, sprühe die ein bisschen an, dann haben die ein feuchtes Medium und dann bleiben die wunderbar knackig. Und das ist jetzt also der kleine Ausflug. Man sieht also, man kann die toll transportieren. Und ich sage, also diese Plattenstellen, die kann man einfach, wenn man so ein bisschen durchkämmt mit den Fingern und schon sind die Plattenstellen weg. Und ansonsten kann man ja noch mal ein bisschen Grün dazwischen machen. Ja, also so funktioniert es mit dem Transport. Und wenn jemand so verrückt ist wie ich, dann macht er einfach einen halben Koffer voll mit Steineichekränzen. Aber jetzt gehen wir wieder mal zurück zum aktuellen Video, aber das musste ich einfach zeigen, weil ich freue mich total, dass ich das alles dabei habe. So, hallo, Herbstdeko geht auch anders und eine Herbstdeko geht nicht nur mit Holz, sondern wie man hier sieht, das geht auch mit Strohballen, die man so ein bisschen anschrägt. Man kann die ja immer mit verschiedenen Gegenständen kippen und man kann bei Strohballen ganz toll mit Draht oder mit Holzstäbchen Kränze befestigen. Man kann Hagebuttenranken drüber laufen lassen und solche Bündel an Zweigen, die man einfach umwickelt, festdrahten, Weidenzweige als Bündel. Und was sehr, sehr dekorativ ist, indem man so einfache Holzkästchen nimmt, da kann man auch die Kästchen von den Pfifferlingen, die Spankörbchen nehmen, da ein paar Kürbisse reingelegt und ja, die dann auch auf den Strohballen festgepinnt. Also man sieht, mit jeglichen Naturmaterialien, die einfach eine schöne, große und feste Basis geben, kann man also ganz, ganz toll eine wunderschöne Naturdeko machen. Passend dazu natürlich die Pflanzen einfach dekorieren, indem man einen Kürbis reinlegt und dann, dass die zur Jahreszeit adäquat mit dekoriert werden. Und durch diese schöne Kränze, wie jetzt auch hier dieser tolle Steineichekranz, da mache ich nochmal einen Verweis auf das Video mit dem Steineichekranz, wie der gewickelt wird. Das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit und der hält natürlich draußen auch ganz toll. Und wenn die Deko dann irgendwann mal vorbei ist, sonst kommt die Adventszeit, dann kann man immer noch schön mit dem Hokkaido eine Suppe machen. Das ist auch sehr, sehr lecker und die geht auch bis Weihnachten ganz toll oder danach, weil der hält nämlich ewig. Nur die Kürbisse nicht anpieksen. Ich habe die festgemacht, indem ich Holzstäbchen, Moment, ich ziehe gerade mal einen raus, ich habe Holzstäbchen genommen und habe die Holzstäbchen in den Strohballen reingemacht und habe die so ein Stückchen rausstehen lassen und hänge den Kürbis da einfach rein und dann kullert er nicht mehr runter. Also das ist doch relativ einfach.
Materialien, Holzstäbchen, Drähte gibt es wie immer bei Floristik24. Die haben ganz tolle, faire Preise und da bekommst du alles. Aber diesen kleinen Schwank zu einer wunderschönen Deko von einem ganz tollen Restaurant hier im Taunus, sehr zu empfehlen, leckeres Essen, das wollte ich euch doch nicht vorenthalten. Und wir gehen wieder zurück im Video zu unserem anderen Deko-Thema. Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Es geht heute um Holz und es geht um Herbstdekoration, weil Herbst ist eine wunderschöne Jahreszeit. Und ich habe da ganz tolles Buchenholz gekauft und mir ist ja nichts zu schade, um eine super Außendekoration für den Laden zu machen. Und habe hier meinen treuen, guten Caddy voller Holz geladen. Und diese Stücke sind auch perfekt, weil ich habe ein bisschen was vor vom Laden. Und zwar habe ich schon angefangen zu stapeln. Ich möchte hier so eine richtig tolle Herbstdekoration machen, möchte auch Kränze dranhängen und ich habe natürlich bei der Auswahl von dem Holz darauf geachtet, dass es ein richtig schönes, helles Holz ist und das sehr dekorativ ist. Und früher, ja, für irgendwas muss es ja gut sein, dass ich mit meinen Eltern so viel Holz stapeln musste als Kind und wir haben auch immer Tannenzapfen gesammelt. Tannenzapfen, da kommen natürlich zum Thema Advent mehr Sachen. Und also dieses Holz kann man ganz toll stapeln. Und was natürlich wichtig ist im Holzstapel, ist immer, dass man den Rand macht, indem man die Hölzer längs und quer legt, aber ganz ordentlich aufeinander. Und wenn man das so ordentlich macht wie ich, dann kann man sogar richtig ruckeln und dann hält dieser Stapel bombenfest. Aber es muss links und rechts, muss hier mit diesem längs und quer, müssen die Hölzer ganz, ganz akkurat aufeinander passen, müssen die gleiche Höhe haben. Ich glaube, ich habe das gar nicht schlecht geschafft. Und der Clou ist natürlich diese Weinkisten, die diese schönen Aussparungen dann in diesem Holzstapel machen. Und da habe ich einiges vor an Dekoration. Also wir stapeln jetzt erstmal weiter. Und ich glaube, wenn wir dann nachher mehr haben von unserem Stapeln, dann zeige ich nochmal, wie das weitergeht. Weil ich finde, es gibt schon mal eine ganz tolle Anmutung. Und wenn immer du einen zum Beispiel im Hauseingangsbereich unterm Vordach, bleibt das Holz sogar trocken. Hier wird es nass, aber wenn es sogar auch trocken bleiben kann, da kann man das Kaminholz ganz toll für so eine super Herbstdeko nutzen. Und ich glaube, das ist eine Sache, jeder, der einen Kamin hat, der kann das eigentlich nachmachen und kann danach das Holz noch verheizen. Super, oder? Dann geht es gleich weiter, wenn wir ein bisschen mehr gestapelt haben. So, jetzt bin ich ziemlich zufrieden mit meinem Werk. Wir haben also diese Holzkisten ganz toll eingebaut und ich finde, das ist eine wunderschöne Basis zum Dekorieren. Also der erste Schritt, den ich jetzt so im Sinn habe, ich muss das mal so dran halten zum Testen. Wir haben ja Herbst, es ist Herbstkranzzeit. Man kann hier einfach was in ein Stäbchen reinstecken und man kann hier ein Stäbchen reinstecken und die Herbstkränze dranhängen und man sieht gleich, was die für eine super Wirkung haben. Wenn man diese Kränze und, ach, ich muss das gleich mal so ein bisschen testen, diese, ich kann ja mal hier so als, nein, ich hänge die dann dran, ich bleibe hier nicht stehen, aber wenn man sich das so vorstellt, aber mir fehlt hier im Grunde genommen noch das Licht. So mit den Kränzen, das finde ich schon ganz, ganz toll. Ich habe noch einen anderen Kranz, den ich auch mal dran probieren kann. Wow, also diese Farbe mit diesen Kränzen, mit der Natur, das ist echt der Hammer. Aber mir gehen ja eigentlich die Ideen nie aus. Und ich habe da noch so ein paar Ideen für morgen, wie ich diese Deko, diese wunderschöne, herzliche Außendeko für meinen Laden, wie ich die noch perfekter machen kann. Und ich glaube, morgen gibt es noch einen Feinschliff und dann geht es weiter mit den Ideen. So, wieder ist ein Tag vergangen und so eine Konstruktion dauert in der Tat mehrere Tage. Die Kränze, die ich gestern gezeigt habe, die sind natürlich schon wieder alle verkauft. Und hier gibt es wieder neue. Und ich habe die Konstruktion nochmal ein bisschen Feintuning gemacht, ein bisschen Detailarbeit. Und ich habe, um die Kränze aufzuhängen, einfach so ein Holzstäbchen in den Stapel reingesteckt. Da an der Stelle, an der es richtig schön fest ist. Und übrigens, ich wurde für meinen fachmännischen Eckaufbau schon gelobt von einer echten Fachfrau. Der ist nämlich wirklich gut, so dass das Holz nicht zur Seite wegrutschen kann. Das ist vorbildlich gemacht. Also habe ich mich sehr gefreut über das Lob.
Und um den Kranz hier zu dekorieren, hänge ich ihn ganz einfach an das Holz dran. Und an der anderen Seite habe ich das ähnlich gemacht, auch den Kranz einfach dran gehängt. Wenn ich dann abends diesen Kranz drin auf den Tisch legen möchte, dann gehe ich einfach her, hänge den vom Holzstapel ab, lege den auf den Tisch, stelle vielleicht eine schöne Kerze rein. Und ansonsten, wenn ich tagsüber wieder eine tolle Deko zur Straße haben möchte, dann hänge ich den einfach wieder an meinen Holzstapel dran und habe diese tolle Deko. Und ich habe ja irgendwie gesagt beim Aufbau, mir fehlt eigentlich noch so das Licht. Es ist jetzt leider noch nicht Abend, also wenn es dann Abend ist, dann werde ich noch mal ein schönes Foto machen. Und ich habe in diese Weinkisten Lichterketten reingedrahtet. Ja? Gedrahtet deswegen, weil wenn ich die nicht gedrahtet hätte, dann würden die jetzt alle unten liegen. Und deswegen habe ich an zwei Stellen in der Weinkiste habe ich mit Drähten die Lichterkette oben fixiert, dass man so schön diesen rundum Ausleuchtungscharakter in der Weinkiste sieht. Und mein Gedanke war natürlich auch dazu, klar kann man immer mal ein Teelicht. Ich würde jetzt auch keine Kerze, die weiter hoch geht, weil das ist mir zu gefährlich. Ein Teelicht geht, das ist nicht so heiß. Hab das Teelicht in ein Glas mit ein bisschen Sand rein und eine schöne Laterne. Es macht natürlich immer sehr viel Stimmung. Und ich denke, dass das abends ein richtiger Hingucker wird, wenn dieses kleine schöne Licht hier in meiner Weinkiste an ist. Und alternativ dazu gibt natürlich viele Ideen, mit was man dieses schöne Fach dekorieren kann. Auch wechseln. Man kann auch mal ein schönes kleines Blumensträußchen reinstellen. Oder man nimmt hier ein Alpenpfeilchen, hübsches, stellt es in so eine Schublade. Die passt natürlich auch noch perfekt zu dem Holzstapel. Ja, aber das ist jetzt die Herbstdeko für den Laden. Und diese Deko, die wird natürlich dann auch für Weihnachten verwendet. Und alle Kunden, die jetzt so kamen in der kurzen Zeit, die standen davor und fanden das echt toll. Und es löst Begeisterung aus. Und es ist wirklich ein Blickfang von der Straße. Also nehmt euer Kaminholz und dekoriert damit und schichtet das einfach mal um. Es lohnt sich total und man hat so viel Spaß in dieser dunklen Jahreszeit. Und es erinnert auch an Kaminfeuer, an Wärme. Es ist einfach mal was richtig Tolles, Neues. Und wenn ihr sowas macht, dann schickt mir auch gerne mal ein Foto und ich poste das im Community-Post, weil ich bin immer gespannt, was die Leute so machen. Das war mein Video zur Herbstdeko vor Haus und Türe. Und natürlich gibt's, was immer mit Kränzen toll ist, gibt's als nächstes ein Video zum Thema Herbstkranz, wie man den wickelt, wie das geht. Bleibt dran, abonniert meinen Kanal. Und ich habe mich ja schon total gefreut über das Feedback zu dem Steineichekranz. Das war ganz, ganz toll. Und dann sage ich einfach bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Margit.